Hi Freunde, willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda. Bin ich Cap und guckt mal Leute, hier waren wir ja schon. Mensch. Kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Und das ist der Ort, wo einem der Teleporter hinführt. Genau, das wollte ich sagen. Und da wir uns hier schon Freunde gemacht haben, unter anderem ist Opa hier. Ah, du bist's, Oliver. Danke für deine Hilfe. Ich habe wieder etwas Gutes gefunden und für dich verwahrt. Bitteschön. Der Lichtbogen. Pfeile mit der Kraft des heiligen Lichts. Komm mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Und damit haben wir auch das dritte von 8 heiligen Items. Es kann übrigens sein, dass wir hier schon mehr haben. Oh, du willst Fragmente vereinen. Sehr gern. Jeder, der vereinen will, soll das gern tun mit uns. Und wieder einen Baum repariert. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Oh. Glücksfragmente. Ah, sehr schön. Die wollen wir natürlich alle an uns nehmen. Was mit dir? Hast du auch noch eins? Nein. Schade. Hast du noch eins, Mütterchen? Ja, Mütterchen hat noch eins. Vortexa. Bitte sehr. Aha. Eine Schatztruhe am Friedhof. Rotes Glücksfragment. Rotes Glücksfragment und ein schönes Gespräch. Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruinen des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das war die Böses tut, hatte uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Wadis Weg zum Force. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle 4 Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist, es ist möglich, dass auch Wadi davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nun hinauf aufs Dach. Machen wir. Hey, rutsch mal. Gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht, den Palast zu erforschen. Schön hier oben. So idyllisch. Und einmal mehr auf der Suche nach dem Windelement. Und diesmal sind wir, glaube ich, am richtigen Ort. Ei, sowas. Wer hätte gedacht, dass hier oben ein großer Palast ist? Diese Höhe, da zittert mir ja die Knie. Also, theoretisch, wenn ich welche hätte. Oliver, gib Acht, wo du hintrittst. Hier fällt man ziemlich tief. Ja, das ist ziemlich ungeil, so tief zu fallen. Ziemlich ungeil. Haut doch alle mal ab. Aua, ich habe gesagt, haut doch alle mal ab. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ich will euch halt nicht ermorden. So. Wahrscheinlich muss man das ansonsten mit Bomben machen. Ich weiß es auch nicht. Na, weg mit euch. Du kommst runter. Du bist aktiviert. Ihr kommt auch weg. Einfach runter mit dir. Einfach runter. So, dann hier einmal entlang. Und das Ding wegschieben. Und in den nächsten Raum gehen. Ach ja, der Palast des Windes. Da habe ich tatsächlich nicht so viele Erinnerungen, die ich mit euch teilen kann. Irgendwie kann ich euch zu viel was sagen, aber nur nicht hierzu. Der ist halt einfach da. So. Bomb-Oms. Liebes Bomb-Omb. Sind wir so? Ah, okay. Noch nichts von Belang für uns.
da auch nichts von Belang. Da sind ganz weiche Wolken. Es macht bestimmt Spaß, wenn man da oben ist. Meinst du? So, abwarten, Tee trinken. Dinge kaputt kloppen. Also, ich wüsste nicht, wie man da jetzt sonst rankommen soll, aber ich meine, man kann ja mal. So. Geht ja auch, ne? Wen haben wir denn hier? Hm? Ach, Pyromagus. Ich dachte, irgendwas Gefährliches. Super. Okay, es wird schon gefährlicher. Ich habe mich tatsächlich schon gewundert, warum nur zwei Pyromagus in einem Kampfraum sind. Aber wurde ja irgendwie gerade beantwortet. Nochmal? Ja. So, zwei auf einmal gleich. Nochmal. Aua. Und der letzte noch. Aua, lass das. Und damit haben wir den Greifenmantel. Mit dem kannst du fliegen. Je länger du den Knopf gedrückt hältst, desto weiter fliegst du. Yeah, und damit haben wir alle Items, die es gibt. Also zumindest alle Hauptitems. Und damit können wir jetzt tatsächlich auch zurückgehen. Eben hier so hin. Und einmal auf... Ja, Jagd nach der Schatztruhe hier gehen. So. Einer meiner absoluten Lieblings-Items. Wie ich zugeben muss. Pfeile, ja gut. Flop. 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 Und flop. Ach, ich liebe es. Koppel, komm mal her. Mal aufhören zu britzeln. Oder hörst du nicht auf zu britzeln? Ich meine, dann bringe ich dich dazu aufzuhören. So ist es nicht. Es ist nicht so, dass es nicht in meiner Macht läge. Hui! Hui! Was haben wir zu tun? Okay, wir müssen die unteren drei nehmen. Uno, dos, tres. Und fertig. Stachy. Ach, Leute, ernsthaft, Stachy. Und weg mit euch. Oh Gott, Turbinen. Es wird ja ein heftiger Wind, lass dich nicht wegpusten. Hatte ich tatsächlich eigentlich auch gar nicht. Nicht vor. Oh! Füll weit. Hilfe! Nein! Oh Gott. So, einmal das. Flupp und flupp. Jetzt wieder der Greifmantel. Ach ja. Dieses Gitter, es dreht sich bestimmt, wenn man kräftig drauf springt. Dann machen wir das doch. Wer ist davon böse? Du bist davon böse. War doch klar, dass davon nicht alle lieb sind. Das habe ich doch kommen sehen. Hey, hallo. Na super. Jetzt aber. Ja, ab und zu kann man ja mal ein bisschen spulen, wenn es uns zu lang dauert, oder? Oder? Ich hoffe. Ich hoffe, ihr erlaubt mir das. Flupp. Und flupp. Und flupp. Und flupp. Und flupp. Di, 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 di. La 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 la. Okay, dann nicht.
Dann schieben wir das einfach so zur Seite. Plupp. Fertig. Hi, Kumpels. Aua. Mann, ey. Immer diese Aggression von euch. Hau ab. So. Hier rüber und hier runter. Hau. Haha. Nein. Na, ach, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Einmal hier hoch. Dann einmal hier runter. Und einmal hier hoch. Bisschen sinnlos, wenn ihr mich fragt. Aber hey, wer fragt mich schon? Dann einmal hier rüber. Und dann einmal hier rauf. Stopp. Dann halt in. Dann gucke ich halt nach oben. Ist mir auch egal. Eins, zwei. Flop. Fertig. Hier. Das ist anscheinend der Rückweg. Alles klar. Dann wollen wir uns mal verkleinern. Na, ich sagte verkleinern, nicht wieder zurück vergrößern. Also Leute, wirklich. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ha. Und weg damit. Haha. Ja, und jetzt hier durchkommen. Ich wollte gerade sagen, ohne Probleme, aber da habe ich leider falsch rumgemacht. Schade, schade, Marmelade. Und groß werden. So, dann einmal den Boomerang dahin werfen. Und Tür ist offen und wir bekommen noch einen kleinen Schlüssel. Gratis dazu. Natürlich sehr praktisch. Dass wir dafür nicht auch noch Rubine ausgeben müssen. Flup und flup und auf. Und nach oben. 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 Und zerhauen. Und zerhauen. Oh, Moblins, hallo! Was ist der denn hier? Und wie seid ihr hier hochgekommen? Naja, mir auch egal. Sollt ihr nur. Hey! Okay. Ja, doch, habe ich verstanden. Ich hasse es. Ich bin gerade so unkonzentriert. So, warten, bis das aufhört und rüber. Mann, 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 Mann. So, hier lang und da lang. Und flupp. Und hier können wir einmal ein bisschen rumfluppen und ein bisschen. Oh Gott, das war schräg. Rumfluppen. Die Lakitu ignorieren. Bams und Bams und Bams und rüber. Hui. Hey, auf. Blöde Viecher. Da ein Glücksfragment. Da unten haben wir ein Herzteil. Und das wollen wir tatsächlich auch irgendwie haben. Ich frage mich nur, wie wir da rankommen. Denn das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt gerade noch nicht. Was sagt denn eigentlich die Map? Weiß die, wie wir da rankommen? Okay, die Map sagt, ich habe keine Ahnung von der Map, also dementsprechend ziemlich doof. Guck mal, vielleicht ein paar Leben. Ist das ein Leben für mich? Nö. Der Typ ist gemein und gibt uns kein Leben. Aua. So, der ist
schon mal weg. Der ist auch weg. Kleiner Schlüssel. Große Wirkung. Und da haben wir ein großes Schloss. Oh, sehr gut. Hey, Koppel. Dankeschön. Da ist doch 100 Pro ein Schlüssel drin oder sowas. Das wird in der. Ey, falsche Taste. So, einmal hier so. Und da so. Und da. Ich bin ja doof. Ich bin ja richtig doof. Wir müssen ja wenigstens auf ein Ding einen Krug stellen. Und das war ziemlich dämlich. So, der muss weg und der muss weg und den müssen wir nämlich schieben. So. Ich habe mich schon gewundert, warum die ganzen Krüge da stehen. Aber wir können uns ja noch nicht vier teilen. So. Flupp. Dann können wir hier gleich. Na, das wollte ich doch gar nicht. Oh, erledigt. Den Ventilator machen wir an. Und hier springen wir runter. Na super. Noch mehr Eis, Margus. Guck mal hier. Oh, oder zuerst du. Au. So, vorbei, ihr Moblins. Ihr braucht gar nicht erst versuchen, mich hier irgendwie zu treffen. Denn ich treffe euch lieber, während ihr mich trefft. Aber hey, egal. So, jetzt kommen wir darüber. Und da wird der Schlüssel drin sein. Boah, bin ich gut. Und jetzt können wir noch unsere Leben auffüllen. Bams. Greifenmantel. Hahaha. Der große Schlüssel. Hallöchen. Ich wiederhole mich möglicherweise, aber ich leide ein kleines bisschen unter Höhenangst. Andererseits da unten, Oliver, genau vor deiner Nase. Wagen wir es dennoch? Ja. Hallo, Kumpel. Oh, vielleicht sollte ich hier mal ein Schwert ausrüsten. Gehört hat Vorteile. Bombs. 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 Und Bombs. Und nochmal Bombs. Ciao, Kumpel. Sehr gut. Das wär's gewesen. Ja, was ist das denn hier? Dieser Palast ist ja von innen noch größer. Nein, jetzt nicht abschrecken lassen. Nur noch ein ganz kleines Stück. Ja, ein ganz kleines Stück. Ich glaube, die Hälfte haben wir. Wir haben eben noch den kompletten Innenbereich. Das dauert schon noch so ein bisschen. Hi, Koppel. Da müssen wir uns runterfallen lassen. Die Frage ist, wie machen wir das? Am besten nicht hier runterfallen. Das würde schon helfen. Ich würde vorschlagen, wir springen einfach hier runter. Das ist mein Vorschlag. Ja, guter Vorschlag gewesen. Sehr schön. Freut mich, dass meine Vorschläge so angenommen werden. Hier mal eine Karte oder ein Kompass. Ein Kompass. Sehr gut. Hier meine Mumie. Und weg mit ihr. Sehr gut. Ja, hier gibt es ein paar Grafikbugs, aber. Kack gerade mal auf die Grafikbugs. Und von euch will ich gar nichts, Leute. Absolut nicht. Also wirklich nicht.
Lasst mich mal in Ruhe. Eure Mist hier. Aua. Okay. Kann ich gleich nochmal neu anfangen. Wir müssen einmal hier lang. Und dann auf jedem zweiten eine Marionette machen. Eins, zwei und drei. Haha. Die Sache ist, rein theoretisch können wir ja schon nach rechts weiter bei dem Schlüssel rein. Was ich mich jetzt dazu frage, wofür machen wir das? Für einen zweiten Schlüssel, okay. Zweiter Schlüssel ist immer gut. Ist ziemlich hilfreich, gebe ich zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Café Solo Ogotto. Hilfe. Hilfe. Help me. Please. Where do I have to go? Ich glaube hier hin. Okay. Aua. Nein, lass mich. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, warum ich die Mumien im Normalfall alle abfackel. Weil es aber viel weniger anstrengend ist. Aber ist auch so schaffbar, also dementsprechend. Und na komm. Flupp. Die ist jetzt offen. Und da können wir jetzt immer wieder hin und zurück gehen, falls wir das denn wollen. Nie wieder komische Umwege. Dann können wir hier, müssen wir uns runterfallen lassen. Genau. Und hier haben wir... Hallo, Leute. Hallo? Ah, Magus. Also, Magi, nicht Magus. Das war's schon? Okay, gut. Zumindest haben wir diese Verbindung auch gemacht. Schon mal ziemlich hilfreich. Aber Freunde, ich würde sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sind schon ein ganz kleines bisschen drüber. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten wieder hier im Windtempel. Bis dahin, tschüss.